begrüße euch, meine lieben Freaks und Maniacs da draußen, zur zweiten Ausgabe von Smash Bebe, meinen wöchentlichen News-Videos zu Super Smash Bros. Auf der Switch. Ich bin Why the Tai und ich habe nichts Besseres zu tun. Vor nunmehr gut einer Woche hat uns Nintendo im Zuge seiner halbstündigen Nintendo Direct mit einem 1,5-minütigen Teaser-Trailer zu Smash Bros. Auf der Switch überrascht. Hat man jetzt geglaubt, die Fans würden so Fragen stellen wie: Welche Moves hat der Inkling? Welche Veränderungen gibt es bei Link? Welche neuen Modi haben wir? Wie wird das Spiel optisch verändert? Gibt es doch nur eine Frage, die in der Community unbedingt beantwortet werden muss. Ist das neue Smash Bros. Wirklich der fünfte Teil der Serie oder doch nur ein Port? Ja, das ist die Frage, die uns beschäftigt bei diesem Spiel, ob es sich wirklich um ein wirklich neues Spiel handelt, also um den fünften Teil, oder ist es eine Portierung des alten Teils. Das zeigt sich nicht nur bei allen Diskussionen, die man verfolgen kann, sondern auch bei den Kommentaren unter meinem Video. Ihr habt wirklich viele Kommentare dagelassen und die Hauptfrage, die ich gesehen habe, ist: Glaubst du, es ist ein neues Spiel oder ein Port? Wir sind hier, um genau diese Frage zu klären. Ohne dieses Video spannender zu machen, als es ohnehin schon ist, sage ich euch meine Meinung sogar direkt vorneweg und sage euch dann, wie ich zu diesem Schluss gekommen bin. Ich persönlich bin der Meinung, das neue Smash Bros. Ist ein brandneues Spiel der Serie. Es ist also der fünfte Teil. Da man aber nicht einfach sich hinstellen kann und sagen kann, ich sag das, weil ich glaub das, weil auf Glauben kann man eine Kirche bauen, wir sind hier, um harte Fakten zu checken, um genau zu schauen, wie kann man das argumentieren und wie bin ich überhaupt auf diese Meinung gekommen. Das zeige ich euch jetzt, und zwar mit der ersten Frage. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Was ist überhaupt ein Port? Was bedeutet dieses böse Wort Portierung überhaupt? Denn da scheitern oft meistens schon die Argumentationen und Diskussionen, weil sich die Leute einfach nicht einig sind. Und bevor ich euch hier mit langen Definitionen langweile, zeige ich euch einfach zwei Videospiele, die ganz klar machen sollten, was wir unter einer Portierung verstehen sollten. Das erste Spiel ist dieses hier. Resident Evil 4, die Wii Edition, ist dasselbe Spiel wie auf dem Original der GameCube mit etwas verbesserter Steuerung und kleinen Zusatzinhalten, die es auch vorher schon in anderen Versionen zu sehen gab. Grundsätzlich dasselbe Spiel ist eine Portierung. Der Port aber, der wohl am bekanntesten ist und den die meisten wahrscheinlich auch meinen, wenn sie über Portierung sprechen aktuell, ist dieser hier. Mario Kart 8 Deluxe mit Dillsoße. Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch ist das exakt selbe Spiel wie auf der Wii U mit etwas verbesserter Grafik, allen Zusatzinhalten und einer kleinen Änderung im Battle Mode, aber das hier ist ein Port, denn es ist grundsätzlich dasselbe Spiel. Für uns ist jetzt also klar, was ist überhaupt ein Port? Und so können wir uns auch schon das erste Argument angucken, was die meisten bringen, und das ist die Entwicklungszeit. Heißt die Zeit von einem zum anderen Teil, die ein Entwicklerteam braucht, um einen neuen Teil zu designen und zu programmieren. Dafür habe ich mal was vorbereitet. Diese Liste hier habe ich für euch vorbereitet. Alle Smash-Titel sind hier auf dieser Liste mit den japanischen Erscheinungsterminen, weil es immer die ersten Erscheinungstermine sind. Das heißt immer vom frühesten zum frühesten und die Monate, die zwischen den Spielen lagen. Das heißt die Entwicklungszeit, sage ich in Anführungszeichen, erkläre euch später noch warum. Wenn ihr euch diese Liste mal so anschaut, dann seht ihr vom ersten zum zweiten Teil, da brauchte es nur 34 Monate, aber schon von Melee auf Brawl und von Brawl auf den 3DS-Teil brauchten es ca. 70 bis 80 Monate. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Switch-Version käme im November diesen Jahres raus, dann reden wir hier über eine Entwicklungszeit von gerade mal 50 Monaten. Also ist dieses Argument eigentlich komischerweise gerechtfertigt. Warum ist das aber gar nicht so relevant? Ja, denn Smash Bros. Ist mittlerweile einer von Nintendos größten E-Sports-Titeln. Wahrscheinlich neben Mario Kart und Splatoon oder Pokémon Tournament, je nachdem in welchem Land man sich gerade befindet, ist Smash Bros. Ein großer Name, was E-Sports angeht. Das war zu Zeiten von Melee und Brawl zwar auch schon so, aber bei weitem nicht so kommerziell und bei weitem durchs Internet nicht so weit verbreitet. Das heißt, dieses Spiel hat an Wichtigkeit gewonnen. Was noch hinzukommt, ist, dass zu Zeiten von GameCube
Nintendo natürlich ein völlig anderes Unternehmen war, völlig anders aufgestellt, als es jetzt gerade ist. Natürlich ist Nintendo nicht der Entwickler der Spiele gewesen, aber darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen, denn auch das spielt in die Entwicklungszeit mit ein. Also, was ich damit sagen will, nur und pur nach den Zahlen zu gehen, funktioniert in dieser Argumentation nicht, einfach weil viel, viel Zeit dazwischen liegt, sich viel geändert hat an der Präsenz des Spiels und auch an den Firmen, die dahinter stehen. Was die Entwickler angeht, da reden wir am Ende nochmal drüber, aber wir schauen uns erstmal das nächste Argument an. Weiteres Argument, was häufig und gerne übersehen wird, ist der Kollege hier hinter mir. Das ist Masahiro Sakurai. Wem dieser Name nicht sagt, dem sei gesagt, das hier ist sozusagen der Godfather of Smash. Seit dem ersten Smash Bros. Auf dem N64 zeichnet sich der Kollege hier verantwortlich für die Hauptproduktion des Spiels. Jetzt wissen wir natürlich, Videospiele werden nicht nur von einer Person programmiert und designt, sondern von einem riesigen Team. Aber der Kollege hier ist also Hauptproducer für dieses Spiel, ist also derjenige, der sich dafür verantwortlich zeichnet. Aber warum ist das so wichtig, dass ich euch das erzähle? Nun, Masahiro Sakurai ist neben Smash Bros. Auch noch verantwortlich für Spiele wie Kirby oder auch Kid Icarus. Und für Smash Bros. Ist der Typ wirklich ans Limit gegangen. Wer die Brawl und die Wii U Veröffentlichungen verfolgt hat, der weiß, der Typ hier ist so weit gegangen, dass er sich physisch und psychisch fertig gemacht hat für dieses Spiel. Musste wirklich zwangsbeurlaubt werden, weil er wirklich Tag und Nacht nonstop an der Optimierung und der Verbesserung und überhaupt der Erstellung dieser Spiele gearbeitet hat. Das ging sogar so weit, dass er am Ende des Wii U-Titels überlegt hat, ob er beim nächsten überhaupt noch dabei ist. Das Ganze hat sich aber in Luft aufgelöst. Warum? Denn mit der Veröffentlichung des Teasers von Nintendo hat sich der Kollege hier wieder gemeldet, und zwar via Twitter, und gesagt, dass er an dem aktuellen Smash Bros. Schon 2 Jahre im Verdeckten arbeitet. Er hat also nicht nur seine physische und psychische Blockade überwunden, sondern hat gesagt, ich bin wieder dabei in irgendeiner Form und spiele bei diesem Spiel mit, mache das schon 2 Jahre lang, und das wird wohl kaum deswegen gewesen sein, weil Nintendo gesagt hat, würdest du das Ding bitte, das alte Spiel, bitte wieder auf die neue Konsole portieren? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Bevor wir zum größten und zugleich schlagfertigsten Argument in dieser Diskussion kommen, braucht man sich eigentlich nur den Teaser von Nintendo genauer anschauen. Denn dieser gerade mal 1,5-minütige Teaser-Trailer zu Smash Bros. Auf der Switch zeigt im Prinzip gar nicht so viel. Er zeigt nur, dass die Inklinge neu sind, dass Link ein neues Design hat und dass das Spiel irgendwann in 2018 rauskommt. Das ist sehr, sehr ominös, sehr, sehr mysteriös aufgebaut, und das Ganze ist mit viel Dramatik und mit viel unbekannten Variablen gezeigt. Das ist für Smash Bros. Gar nicht mal so typisch, denn das, was hier die ganze Zeit im Hintergrund läuft, ist der erste Trailer von Smash Bros. Auf der Wii U und dem 3DS. Man hat also nicht nur viele, viele Charaktere gesehen, sondern auch einige Newcomer und sogar Gameplay-Szenen. Alles Dinge, die man jetzt im aktuellen Teaser-Trailer nicht gezeigt hat. Das würde nicht wirklich Sinn machen, wenn man eigentlich kommunizieren möchte, dass wir hier über einen Port sprechen, denn dann würde Nintendo viel eher ins Marketing gehen und sagen, ihr bekommt das ganze Paket, es ist alles dabei, wir haben noch 1-2 Überraschungen für euch, aber es ist grundsätzlich das volle Paket, was ihr braucht, um Smash, Wii U und 3DS auf eurer Switch zu erleben. Das kommuniziert dieser Teaser-Trailer nicht. Der möchte euch Fragen aufwerfen, der möchte euch ein mysteriöses, ein ominöses Gefühl geben, und das spricht nicht unbedingt für eine Portierung. Das letzte und zugleich größte Argument in dieser Diskussion, was den Kreis der Argumentation schließt und zugleich auch die Schlinge um den Hals aller Zweifler, dass es sich hier um ein neues Spiel handelt, sind die Entwicklerteams hinter diesem Studio. Und weil euch meine erste Liste schon so gut gefallen hat, habe ich noch eine zweite für euch vorbereitet. Das hier sind alle Smash Bros. Titel aufgelistet nach den Entwicklern, die tatsächlich dahinter stehen. Denn Smash Bros. Wurde nicht immer vom selben Entwicklerteam entwickelt, das heißt designt und erstellt. Denn wie ihr hier seht, die ersten 2 Spiele wurden tatsächlich von HAL Laboratory entwickelt. Das ist auch das Heimteam von Masahiro Sakurai. Das ist das, womit er angefangen hat, wo er sich zu Hause fühlt. Die nächsten beiden, das heißt Brawl und 3DS und Wii U, wurden hingegen von anderen Entwicklerteams, nämlich von Sora und Bandai Namco entwickelt. Das heißt, hiermit hatte HAL relativ wenig bis gar nichts zu tun. Erst jetzt zu Switch ist HAL wieder ein Thema.
Warum? Und warum erzähle ich euch das Ganze überhaupt? Denn nur ein detailreiches Auge wird etwas im Teaser bemerkt haben, was vielleicht sonst keiner bemerkt hat. Denn ganz am Ende, in dem Moment, wo die 2018 fett auf dem Bildschirm ist, sieht man unten rechts in der Ecke des Schriftzuges zwei Worte, nämlich Nintendo und HAL Laboratory. Das heißt, für diesen Teaser und damit auch für das Spiel verantwortlich, zeichnet sich HAL, nicht Bandai und nicht Sora. Warum ist das also wichtig? Denn wenn wir hier über einen Port sprechen würden, über eine Portierung, und selbst wenn für diese Portierung HAL Laboratory verantwortlich gewesen wäre, müsste trotzdem Sora und Bandai Namco dort unten in der Ecke stehen, denn es ist deren Spiel. Die Jungs haben das entwickelt. Es funktioniert nicht, dass der Portierer sich da reinschreibt und nur der Portierer. Das funktioniert nicht. Das heißt, das ist ein absolutes Totschlagargument, dass wir hier über ein neues Spiel sprechen. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich allerdings nochmal persönlich anmerken, dass Smash Bros. Für die Wii U und den 3DS schon ein verdammt gutes Spiel war. Das neue Entwicklerteam arbeitet hier also nicht von null auf wieder nach oben. Frei nach dem Motto, man repariert nicht, was nicht kaputt ist, kann HAL Laboratory hier mit Sicherheit von dem Wii U-Teil aufwärts arbeiten. Das heißt, die Charaktere umändern, austauschen, die Optik des Spiels anpassen, neue Spielmodi einbauen und, ohne dabei die Grundformel des Spiels überhaupt zu vernichten. Auch das spielt natürlich wieder mit rein, dass nicht so viel Zeit zwischen dem Wii U-Teil und dem Switch-Teil liegen wird. Und ganz im Ernst, ich glaube auch nicht, dass das Spiel im November erscheinen wird. Ich glaube auch, dass es viel eher erscheinen wird. Viele, viele Theorien, die wir jetzt in diesem Video natürlich nicht besprechen werden, denn ich habe diese Videos hier wöchentlich für euch parat. Eure Rückmeldungen nach dem letzten Video waren genial. Ich freue mich auch diesmal wieder auf eure Kommentare unter diesem Video. Lasst mich wissen, ob ihr überhaupt Gedanken an diese Diskussion verschwendet habt, bevor sie angefangen wurde oder nicht. Hat euch meine kleine Argumentation dabei geholfen, eine Meinung zu finden? Beziehungsweise habt ihr vielleicht immer noch aus irgendwelchen Gründen eine andere Meinung als ich? Lasst mich auch das in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und so selten wie ich es mache, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir auf Twitter folgt, wenn ihr mich also auch privat stalken wollt. Unter dem Twitter-Namen @WhyTheTai könnt ihr das gerne machen. Und auf meinem YouTube-Kanal findet ihr alles, was das Nintendo-Herz begehrt. Und damit danke ich euch mal wieder fürs Einschalten. Ich wünsche euch auch zukünftig viel Spaß beim Smashen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Euer Why the Tie.